Ja, Martin, zweites Spiel, zweite Niederlage, wieder knapp. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, also von der Bank aus, ich denke, dass man, erste Halbzeit war nicht so schlecht. Das eine Standardtor war natürlich bitter, dass der den so super trifft, bis dann nach hinten. Zweite Halbzeit, ja, kriegen wir zwei leichte Tore. Beim dritten Gegentor bin ich schon auf der Seitenlinie gestanden und zum Schluss haben wir es dann nochmal ein bisschen spannend gemacht. Schade, dass uns nicht noch mehr gelungen ist, aber ja, aus dem müssen wir lernen. Man war relativ schnell 3-0 hinten durch doch recht blöde individuelle Fehler. Wie kann man denn die abstellen? Ja, wir müssen es analysieren und dann müssen wir wissen, was wir nächstes Match besser machen. Einfach nicht nur die Abwehr, sondern das gesamte Team ist verantwortlich für die Defensivarbeit. Und von dem her müssen wir schauen, dass wir einfach die nächsten Spiele versuchen, zu Null zu spielen. Von außen hat man ein bisschen den Eindruck, man hat noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten an die Liga in Sachen Tempo. Wie siehst du das? Ja, ich denke, dass uns einfach noch zu leichte Fehler passieren. Zu leichte Abspielfehler. Wir müssen einfach versuchen, am Ball eine Länge in unsere eigenen Reihen zu halten und dann unsere Situationen konkreter fertig spielen. Und ich glaube, dass uns das dann einfach schon anders ausschaut. Ja. Nach deiner Einwechslung hast du ja zwei ganz, ganz große Auftritte gehabt. Ja, wie hast du die Tore gesehen? Deine eigenen? Ja, der erste war jetzt nicht so schwer, sage ich mal. Der ist mir vor die Füße gefallen. Beim zweiten, ja, ich habe eigentlich diese Situation jetzt nicht mehr viel machen können. Habe einfach probiert, das Beste rauszuholen. Und habe mir jetzt mal gedacht, ich versuche zu schießen, aber jetzt mal waren einige Menschen vor mir und deshalb habe ich einen Haken gemacht. Und ja, es freut mich natürlich, das waren meine ersten Tore im Tivoli und meine Familie war hier. Das war für mich persönlich schön, aber die Enttäuschung über die Niederlage war dann doch groß. Trotzdem von 0-3 ist man wieder zugekommen und man hat dann noch Chancen auf den Ausgleich gehabt. Also so schlecht war die Performance dann auch nicht. Nein, ich denke vor allem die Moral hat einfach gestimmt in der Mannschaft, dass wir uns nicht aufgegeben haben, dass wir weiter versucht haben, alles zum Einhauen, dass wir noch einmal zubekommen. Ich glaube überhaupt gegen Sturm Graz. Sturm Graz ist ein Top-Team in der Bundesliga und von dem her haben wir jetzt eine Champions League Quali gespielt, also das heißt schon was. Und ich denke, wenn wir einfach noch kompakter auftreten, dann werden in die nächsten Runden auch die Punkte kommen. Wo ist der größte Unterschied zwischen die Einzelspieler von Sturm und den unseren? Nein, also man hat schon gesehen, wie ballsicher Sturm Graz ist und wie konkret sie dann auch vorne die Situationen ausspielen. Wir hätten, ich denke, auch sicher in der einen oder anderen Situation vielleicht noch ein Gegentor kassieren können, weil sie einfach die Situationen super ausgespielt haben und auch die nötige Ruhe und die Geduld haben, von hinten heraus zu kombinieren. Und das fehlt uns momentan noch und an dem müssen wir arbeiten und nächste Runde besser machen. Ja, du sprichst ja an, nächste Runde. Nächstes Spiel ist in Altach. Von der Papierform vielleicht eine Mannschaft, die wir auf Augenhöhe begegnen können. Ja, natürlich. Also ich habe auch selbst 3 Jahre in Altach gespielt und dort wird sehr gute Arbeit verrichtet. Also wir dürfen die auf keinen Fall unterschätzen. Das ist ein super Team. Sind jetzt auch schon die 4. oder 5. Saison in der Bundesliga und haben sehr erfahrene Spieler, gute Spieler und von dem her müssen wir da vorsichtig sein, dürfen nicht ins offene Messer laufen, denn dort sind sie auch sehr diszipliniert, sehr kompakt und da wird sicher Aufgabe, dort einmal ein Tor zu erzielen, aber auch die Null zu halten. Du hast deine 3 Jahre angesprochen bei Altach, wird das für dich ein spezielles Spiel werden? Speziell, es ist ein Bundesligaspiel. Natürlich freut es mich, dass man nach einem Jahr da zweite Liga, dass du wieder einlaufen kannst in der Bundesliga gegen Altach. Und von dem her hoffe ich, ein schönes Erlebnis wird es noch sein, wenn wir dort Punkte holen. Sonst wird es weniger schön. Stimmungsmäßig wird es auf jeden Fall toll sein. Die Wacker Innsbruck-Fans sind dafür bekannt, dass sie vor allem nach Vorarlberg zahlreich anreisen. Dort darf man sich auf eine schöne Stimmung freuen. Ja, natürlich. Also jetzt, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal ein richtiges West-Derby gegeben hat. Und von dem her
ja, freut es mich besonders, auch für die Fans. Ich hoffe, dass zahlreiche Unterstützung dabei ist und dass da eine coole Stimmung ist. Und dort haben sie auch das Stadion neu gemacht. Schaut jetzt schon ein bisschen besser aus, wie als ich dort gespielt habe. Und von dem her freue ich mich richtig auf die Partie. Ja, freuen tun wir uns alle und wir hoffen, dass natürlich was Gutes rauskommt. Martin, vielen Dank fürs Interview und alles gut.